Hallihallo, hier ist Vinny von MSGamerTV und willkommen zu einem neuen Crossfire Waffen Review. In der heutigen Ausgabe möchte ich euch gerne die L85 A1 vorstellen. Die Waffe könnt ihr für ZP im Item Shop bekommen und zwar zu folgendem Preis: 7 Tage 1400 ZP, 30 Tage 5600 ZP und für 14.000 ZP für 90 Tage. Den Preis finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Nun gut, kommen wir zur Power der L85A1. Die Waffe macht auf Kopf One Hit. Für den zentralen Körper benötigt sie 3 Schüsse. Und für Arm- und Beinbereich benötigt sie 4 Schüsse. Entfernung spielt dabei keine Rolle. Munition sind... Moment... Bevor ich zur Munition komme, komme ich noch zum Wallbang. Der gefällt mir eigentlich sehr gut. Auf Kopf 2 Schüsse und auf dem zentralen Körper sind es 7 Schüsse. So, jetzt kommen wir zu der Munition. Pro Magazin 30 Schuss. Insgesamt sind es 4 Magazine, also 120 Schuss. Für ein Rivel Standard eigentlich. Also sie hat keinen Munitionsbonus. Ist ja auch noch die Standardversion. Okay, die Nachladezeit beträgt 2,6 Sekunden. Und sie verfügt über ein Visier oder Scope, kann man so nennen. Mit der Waffe kann man halt zoomen. Des Weiteren, was noch ganz lustig an der Waffe ist, ist, wenn man halt sich bewegt, dann bewegt sich die Waffe halt auch ein bisschen. Das finde ich, ist ganz lustig gemacht. Und was mich halt ein bisschen an der Waffe stört, ist halt, dass sie schon ein bisschen unpräzise ist. Also, könnt ihr euch mal gerade in der Base zeigen. Verdammt, sehe ich fast gekillt worden. Aber die Waffe zieht ziemlich weit nach links, wenn man mit Dauerfeuer spielt. Also man sollte schon einzelne Schüsse machen. Es sei denn, jetzt im Nahkampf kann man schon ein bisschen sprayen sozusagen. Aber wie man sieht, auf weiter Entfernung muss man vereinzelte Schüsse machen. Sonst tut man sich ein wenig schwer mit den Kills. Aber an sich finde ich die Waffe doch ganz gut. Ziemlich stark. Und auch eigentlich ganz günstig. Ich habe sie mir jetzt halt nur für 7 Tage geholt, für das Waffenreview. Ja, das war's dann auch schon wieder von der L85A1. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, euer Vinny von MSGamerTV. Na komm, dich kriege ich auch noch. Jawohl. Na gut, dann mache ich jetzt Schluss.